Das Palais Wittmann in Bozen ist der Sitz der Südtiroler Landesregierung. Hier sind alle Mitglieder der Regierung mit Ausnahme von Landesrätin Martha Stocker eingetroffen, um auf einer Pressekonferenz Bilanz über die ausklingende Legislaturperiode zu ziehen. Wir haben in dieser Amtsperiode die Grundlagen für eine nachhaltig positive Entwicklung unseres Landes gesetzt. Wir haben wieder eine gute wirtschaftliche Entwicklung, die Autonomie ist abgesichert, wir sind international vernetzt. Jetzt geht es darum, dass möglichst viele Menschen an diesem Erfolg teilhaben. Es müssen auch die Löhne wieder steigen, es braucht Chancengleichheit und Gerechtigkeit in diesem Land. Die Chancen, die Südtirol bietet, allen Menschen im Land zugänglich zu machen, dies war der Grundtenor aller Aussagen der Landesräte und Landesrätinnen und der zwei Stellvertreter des Landeshauptmanns. Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, wie hier in Südtirol verschiedene Sprach- und Volksgruppen zusammenleben. Vor einem halben Jahrhundert noch war Südtirol ein armes Land. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eine interessante wirtschaftliche Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Aber jetzt geht es darum, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass wir neben einer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere unser Augenmerk darauf legen, dass wir diese einmalige Natur- und Kulturlandschaft erhalten. Darüber hinaus ist ein zentrales Thema die Chancengerechtigkeit. Alle, die sich bemühen, sollen die gleichen Chancen in diesem Land haben. Landesrätin Waltraud Deeg hat vor allem das Ziel in den Mittelpunkt gestellt, aus Südtirol ein Familienland zu machen. Philipp Achemer hat die Aufmerksamkeit auf die junge Generation gelenkt und von den Projekten für diese gesprochen. Für Landesrat Florian Mussner ist hingegen das Wirken für ein klares Bewusstsein für nachhaltige Mobilität das zentrale Thema. Landesrat Arnold Schuler hat zum Schluss noch die Politik ins Visier genommen und von ihr Nachhaltigkeit in allen Bereichen verlangt.